Dramatische Bilder aus dem Saarland. Ein Überfall auf einen Geldtransporter endet mit einem Feuerinferno. Schüsse fallen, es gibt eine Explosion. Die Druckwelle lässt Scheiben bersten. Anwohner filmen alles mit den Handys. Mehrere maskierte Männer sollen den Transporter angegriffen haben, flüchten dann, wie so oft, mit einem schwarzen Audi A6-Kombi. Ob sie Beute machen konnten, unklar. Die Kollegen der PI Saarlouis waren hier sehr schnell vor Ort, haben noch zwei Fahrzeuge angetroffen, die offensichtlich an dem Überfall beteiligt waren. Die beiden Fahrzeuge sind geflüchtet in Richtung Frankreich, wurden verfolgt, aber letztendlich haben die Kollegen die Fahrzeuge aus den Augen verloren. Ein Polizist und ein Sicherheitsmitarbeiter im Geldtransporter werden bei dem Überfall verletzt, müssen ins Krankenhaus. Auf der Straße liegen Patronenhülsen, eine Pistole ist sichergestellt worden. Ob die Waffe einem Räuber gehört oder einem Mitarbeiter, ist unklar. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern und der Beute.